Kapitel 45 Hinter der Maske. Die Sonne verschwand langsam hinter dem Horizont. Aurora war alleine unterwegs, nahe dem Waldrand. Ein ungutes Gefühl begleitete sie auf dem Weg und sie hatte überlegt, ob sie einen Begleiter aus ihrem Team mitnehmen sollte, jedoch hatte Sorok recht. Dieses Gespräch war eine Sache des betreffenden Komitees. Und wenn sie wirklich Beweise hatte, welche Seraoras Unschuld zeigen konnten, dann würde dies alles ändern. Auch wenn die Frage blieb, weshalb hatte sie nicht Elementara direkt angesprochen. Vermutlich war Sorok, so wie sie oft war, ängstlich gewesen, gereizt wie die Liga-Organisatorin war. Vor allem, wenn es um Team Slashs Leiter ging. Während Aurora so durch den Wald lief, die Sonnenstrahlen durch das Gebüsch scheinend, fiel ihr ein weiteres von vielen Malen auf, wie sehr sich beinahe alles verändert hatte. Bevor sie Kel an diesem Ort getroffen hatte, war sie nahezu jeden Tag an dem See gewesen, der sie aus mehreren Gründen an eine verlorene Vergangenheit erinnerte. Doch seit ihrer Entwicklung war sie noch nicht ein einziges Mal an diesem Ort gewesen. Bald erblickte sie das Wasser, welches zwischen den Büschen das Licht reflektierte, und den See, welcher der Ort des Treffens sein sollte. Und auch das rot-weiße Fell der Geheimnishüterin schien bereits durch die Blätter hindurch. Sorok, du wolltest mich sehen? Die alte Rivalin, welche bisher auf die Weiten des Sees hinausgeblickt hatte, bemerkte nun die Ankunft des schicksalbehafteten Pokémon. Ihr Blick hing jedoch weiterhin am See. Ihre Stimme jedoch war wieder wie im Regen. Sage mir, Aurora, wenn du diese Weiten siehst, was erkennst du dann? Siehst du Wasser? Ein See? Ich sehe Vergangenheit. Alte Zeiten, welche in den Ruinen der Ewigkeit verschollen, doch nicht vergessen sind. Diese Antwort war offensichtlich Grund genug für ihr Gegenüber, sich endlich umzuwenden. Und das macht dich besonders, Aurora. Das macht dich anders als viele anderen. Du siehst einen Anblick wie diesen und siehst darin mehr als nur Wasser. Du bist etwas Besonderes. Aus ihrer sitzenden Position erhob sie sich. Auch ich genieße diesen Ort gerne. Zudem empfange ich hier die Nachrichten der Sterne am besten. Hier sehe ich mehr als an jedem Ort sonst. Mehr außerhalb des Visuellen. Das ist schön und gut. Weshalb hast du mich einberufen? Es schien nicht, als wäre Sorok irgendwie unzufrieden mit dieser Reaktion. Natürlich. Kommen wir zum Geschäftlichen. Also zunächst möchte ich mich einmal wahrlich vorstellen. Aurora, du und viele nennen mich Sorok. Jedoch habe ich viele Namen. Aus dem grauen Fell in ihrem Ohr zog sie einen kleinen Gegenstand hervor. Einen, der mehr erklärte, als Aurora es sich erhofft hatte. Einen kleinen, rot-weißen Knopf. Du gehörst zur Plot-Elite, Sorok? Du von allen Pokémon? Ja und nein. Ich gehöre zur Plot-Elite wie sie zu mir. Von allen Namen, die ich trage, bevorzuge ich den der Plot-Propheten. Ich habe vieles gesehen und ich werde noch vieles sehen. Mit der Kraft, welche mir gegeben wurde, möchte ich heute all deine Fragen beantworten. Aurora, ich bin bereit, dir alles zu verraten. Epsilons Geschichte und seine Identität. Epsilons Wahrheit. All die Zeit hatte Sorok die Wahrheit gekannt. Sie hatte gewusst, wer Epsilon war. Und doch hatte sie es all die Zeit verheimlicht. Solltest du die Wahrheit sagen, dann nenne mir einen Grund, warum ich dir vertrauen sollte. Du hättest keinen Grund, mir die Wahrheit zu sagen. Ich habe Gründe, aber auch wenn du es mir vielleicht nicht glauben möchtest, so wie viele. Niemand unter uns Schatten handelt aus böser Absicht. Zudem versprach ich dir nicht, dass ich Beweise liefern würde, nicht nur Worte. Mit jedem Satz wuchs Auroras Verwirrung und schwand ihr Glauben.
Die Schatten? Was soll denn das auf einmal sein? Habe ich diesen Namen nicht bereits in unserem Duell erwähnt? Die Schatten, die die Sonne verdecken in den Zeiten, in denen das Licht der Finsternis den Weg weist. Die Gruppe, die sich aus verständlichen Gründen gerne als Plot-Elite abkürzt. Zumindest diese Begründung konnte Aurora gut nachvollziehen. Jedoch hatte sie langsam aber sicher genug von der Vorrede. Also gut, wenn du wirklich eine Wahrheit preiszugeben hast, dann tu es jetzt. Ein leises, zufriedenes Kichern entschwand Zoroaks Kehle. So, du möchtest also die Wahrheit kennen? Dann höre mir gut zu, Aurora. Dies ist die Geschichte. Die Geschichte, wie aus einem einst normalen Pokémon Epsilon werden konnte. Die Geschichte, auf welcher Basis ich mein Werk schreiben konnte. Mit all den Informationen über Epsilon. Also, es begann alles vor rund 60 Jahren auf dem fernen Kontinent Aralsa. Mitten in einem finsteren Wald, in einer kleinen, doch umso berüchtigteren Siedlung. Der Kriegerstamm Aralsas. Dort wurde ein Pokémon geboren, an jenem Tag noch ohne Namen, so wie alle, die in dieses Volk hineingeboren werden. Olanga, damals noch nicht vollständig entwickelt, war bereits ein Krieger der Klasse Alpha, der Nachfolger des bald abtretenden Anführers. Deswegen warf er bereits auf die Pokémon ein Auge, welche den Stamm neu betraten. So wuchs Epsilon auf, in einem Dorf, welches ihm nicht viel beibrachte, außer dem Krieg. Jedoch war Epsilon anders. Er wollte nicht kämpfen. Keinen Krieg. Er wollte Frieden. Doch mit dieser Einstellung kam der damals Namenlose nicht weit. Nicht in einem derartigen Stamm. Im Alter von 7 Jahren kam für ihn, wie auch für all seine Altersgenossen, der Tag, an dem sie sich beweisen sollten, um einer der 5 Kriegerklassen zugeordnet zu werden. Gewalt, Vernichtung, Blut, all dies sollte dieser Tag bringen. Und deswegen, trotz all des Hasses, den Epsilon bereits durch diese Einstellung erfuhr, von Eltern, Mitbewohnern, allen, weigerte er sich. Jedoch, damals wie heute, wollte auch Olangas Vorgänger nichts von diesem Friedsinn hören, welchen Epsilon propagierte. Und so agierte er, wie er es für weise hielt. Der Anführer forderte Epsilon, wenn er den Stamm so dringend ändern wollte, dann müsse er beweisen, dass er auch stark genug wäre, diesen zu führen. Er schickte Epsilon in einen direkten Kampf gegen den heutigen Stammesführer und Ligakämpfer Olanga Alpha. Ein Kampf, unfair und ungleich. Ein Pazifist sollte einen Krieg gewinnen, um ein Symbol des Friedens zu setzen. Es war ein vorherbestimmter Kampf, das wussten sie alle. Ein Kampf, welchen Epsilon nur verlieren konnte. Und so wurde er, wer er heute wahrlich ist. Für sein Ungehorsam wurde er viele, viele Jahre zu einem Krieger der untersten Klasse. Zu Epsilon. Einen Namen durften solche Pokémon nicht tragen. Nicht in diesem Stamm. Das friedliebende Pokémon endete als Gepeinigter, gefangen in seinem eigenen Heim, geächtet von jedem, gebrandmarkt, um seine Schwäche ewig aufzuzeigen. Pokémon der Klasse Epsilon waren in den Augen Olangas und dieses Dorfes keine Pokémon. Sie waren Abfallprodukte ihrer Gesellschaft, wert wie nutzlos. Epsilon durfte Arbeit verrichten, welche den Höhergestellten zu anstrengend war und sonst nichts. So, dass eines Nachtes er sich entschloss, einen Fluchtversuch zu wagen, aus seinem sonst bewachten Gefängnis. Jedoch war dies die Nacht, in welcher Olanga offiziell als Anführer eingeweiht wurde. Der ganze Stamm war dort, natürlich ohne Epsilon. Doch sie trauten ihm nicht zu, diese Option zu nutzen. Ihr größter Fehler. So entkam Epsilon einem Ort, welcher ihn degradiert und geformt hatte, gefüllt von Hass und Verzweiflung. Er floh nach vielen Jahren nach Berelo, nachdem er Jahre in Kasonien verbracht hatte, und wanderte umher. Für viele, viele Monate. Schwach, ausgehungert, energielos. Eines Abends erreichte er so eine versteckte Höhle, in einem verborgenen Tal. Eine Höhle, welche er sich ausersucht hatte, als sein Grab.
Leben war Pein, der Tod war Erlösung. Doch seine Erlösung sollte er auch so finden, ohne den Tod. Denn in dieser Höhle traf Epsilon auf den Plot höchst selbst. Ein Schwert und eine Rüstung zu ihm gegeben von einem Licht aus dem Nichts. Und der Plot sprach. Er sprach zu dem Pokémon. Lange Jahre warst du gepeinigt, doch immer blieb dein Glaube stark. Epsilon, du sollst erwählt sein von mir, dem Autor. Nimm diese Kraft, erkunde sie und bringe der Welt den Frieden, welchen du dir so wünschst. Folge deinen Erfahrungen, deinem Willen, deinen Zielen und kreiere so die Welt, welche du für richtig hältst. Und tue, was immer du dafür für nötig hältst. Denn nun hast du die Kraft. Denn nun hast du den Plot. Ab heute wirst du, der einst Epsilon war, der Plot-Kaiser werden. Doch kehre zurück an diesen Ort. Alle 2 Monate, wenn der Vollmond am hellsten erstrahlt. Denn auf deiner Seite werden Schatten stehen. Schatten, die die Sonne verdecken. In den Zeiten, in denen das Licht der Finsternis den Weg weist. Ein neues Pokémon entstand dort an diesem Tag. Ein neuer Epsilon. Ein Pokémon, welches 2 Monate später Darkrai und Amagaga kennenlernte. 2 Monate darauf auch ein Dynalos. Doch trotz allem entschied sich Epsilon, trotz aller Hürden, seinen Titel zu behalten. Als ein Symbol, ein Zeichen an seinen Stamm. Anolanga. Die Wahrheit sollte offenbart sein denen, die ihre Augen öffneten. Und auch hatte Epsilon gelernt. Er hatte alles getan, alles was er konnte, um ein Zeichen des Friedens zu setzen. Doch der Stamm Aralsas, in welchem er selber geboren wurde, aus welchem er selber entstammt, lehrte ihn. Böses sitzt tief. Man muss es an den Wurzeln packen. Oder es wird ewig leben. Zorak beendete ihre gesamte Geschichte mit einem Satz, welcher Aurora völlig aus dem Konzept brachte. Und auch wenn diese Geschichte wahr ist, brauchte ich eine Lüge, damit der Verstand von einem eindimensionalen Pokémon versteht, was geschah. Eine Lüge, klein, aber bedeutend. Dann sag mir die Wahrheit, verdammt nochmal. Beruhige dich, Aurora, ich habe es vor. Doch sieh dir zunächst die Wahrheit an. Ihr alle in der Liga, seid von so vielen Theorien ausgegangen, als ihr Epsilon suchtet. Nie im Gedanken, dass jeder Einzelne die gesamte Suche zerstören könnte. Die gesamte Liga ist ein System. Außen in Reihen, doch Inneren verdorben. Darkrai und Amagaga, 2 Mitglieder der Plot-Elite, in den höchsten Reihen der Organisation. Und auch ich, die Anführerin der Schatten. Die Anführerin? Zorak, du führst die Plot-Elite an? Du bist Epsilons rechte Hand? Ein Lachen entsprang Zorak. Doch es klang amüsiert, nicht abfällig. Epsilon hat nur eine rechte Hand, Aurora. Und mit dieser führt er die Schwertfeder. Ihr alle scheiterte auf eurer Suche an einem Fakt. Wieder entsprang ein schwarzer Dampf aus Zoroaks rechtem Arm. Dieses Mal zum ersten Mal, seitdem Aurora sie kannte, wickelte sie das rote Tuch ab und blickte in ihre Handfläche. Bei diesem Anblick fragte Team Polana Vatras Leiterin sich, weshalb Zoroak diesen Verband all die Zeit trug, denn abgesehen von dem Rauch natürlich, wirkte ihr Arm völlig normal. Bereits vor der Entstehung des Epsilon-Komitees machtet ihr den größten Fehler. Ihr alle! Nun streckte Zorak ihren Arm aus. Die Handfläche direkt in Auroras Richtung. An vielen Stellen dieser fehlte Fell. Die Haut darunter war kohlschwarz gebrannt. Ein Symbol ergab sich. Von Anfang an dachtet ihr, dass Epsilon ein Mann wäre. Aus dem schwarzen Symbol an Zoroaks Hand entsprang der gesamte Rauch. Aus dem Symbol, welches auch das rote Cape schmückte, welches Zorak als ein Verband für ihren Arm nutzte. Aus ihrer Mähne zog sie einen kleinen goldenen Gegenstand hervor, der aussah wie ein gezacktes Kreuz. Mit einer schnellen Handbewegung wuchs diese an. Und eine federliche Klinge entsprang.
Das Symbol Epsilons auf Zoroarks Handfläche war nun verdeckt, als sie das Schwert fest ergriff. Aurora! Im nächsten Moment erhob sich die Schwertfeder und ein lila Blitz fuhr sofort mitten in diese ein. Die Blitze umfingen Zoroarks Körper wie Funken und formte eine Rüstung. Schwarze, wehende Haare, ein dunkelblauer Anzug, ein goldener Helm mit grün leuchtenden Augen hinter einem roten Blitzsymbol. All die Zeit saß Epsilon in euren Reihen, doch ihr wart blind. Aurora, von Anfang an war ich der Terror deiner Träume. Meter entfernt als ein schüchternes Mädchen. Ihr alle habt die Wahrheit unterschätzt, wie bereits einmal zuvor. Und so stehen wir hier nun, gegensätzlich und doch gleich. Auserwählt als Rivalen, vom Plot selber bestimmt. Der selbsternannten Plotkriegerin fehlten die Worte. Zwar hatten sie alle vermutet, dass Epsilon all die Zeit nahe war, doch niemals hätte sie auf Zoroark getippt von all den Pokémon. Und was war es, was sie meinte, damit, dass sie beide auserwählt seien? Es ist simpel, meine Freundin. Wir beide wollen eine perfekte Welt erschaffen. Eine Welt ohne Krieg und Tod. Ist es nicht so? Doch unsere Moral ist verschieden. Der Plot erwählte uns, so dass eine bessere Welt entstehen würde. Nach dem Bild der siegreichen Kraft. Wir beide sind Plotkriegerinnen, Aurora. Du und ich. Doch ich mag diesen Begriff nicht. Ich bin die Plotkaiserin. Ich bin die Plotprophetin. Ich bin Zoroark. Ich bin Epsilon.